Sie zählt heute zu den besten Musical-Stars, die wir in Deutschland haben. Herzlich willkommen, Sotwe Zelele. Kommst, oder nicht du, deine Eltern, du bist in Deutschland geboren, aber Eltern ja. kommen aus Südafrika, ne? Genau. Wo, direkt aus? Johannesburg. Johannesburg, ja. Genau. Ich bin ja Kapstadt-Fan, muss ich sagen. Meine Schwester, eine meiner Schwestern lebt in Kapstadt. Echt? Ja. Da kannst du mir mal einen Kontakt herstellen. Ja, na klar. Da sind die Hotels so teuer, da kann ich schon bei der schlafen. Freilich, das machen wir schon. Echt? Sehr gut. Jetzt habe ich wieder gute Laune, du. Nochmal gerettet, ne? Schwester, ne? Ich habe noch drei Schwestern. Seid ihr vier Mädchen? Oder? Habt ihr, ja. Hat er keinen Bub gemacht, aber die Mama? Nee, wieso? Ist doch gut so. Echt? Doch schon. Ja. Vier Schwestern? Das war bestimmt anstrengend, oder? Nee. Echt? Wieso anstrengend? Ich will jetzt nicht gleich am Anfang irgendwie da... Bis jetzt hatten wir ja ein gutes Verhältnis, aber vier Frauen auf einem Fleck. Vier Frauen auf einem Fleck, könnte ich mir jetzt... Fünf ja dann mit der Mama. Ernst, das ist, glaube ich, schon eine kulturelle Sache. Aber ich glaube, was Gesang und Tanz und so einen Lebensmut angeht, das habe ich von meinen Eltern bekommen. Und das ist schon normal in Südafrika. Das ist, auch wenn man arm ist, oder reich ist, ist die, diese Lebensqualität oder diese Lebensbejahung gleich. Durfte nicht Musical-Darstellerin werden, ursprünglich, das war mein Traumberuf. Warum? Weil das nichts Gescheites war, ich sollte halt was Vernünftiges lernen. Papa und Mama, die den ganzen Tag gesungen haben und getanzt haben, haben dir verboten, dass ich, da musst du auch erst mal drauf kommen, ja, oder? Ja, also es war so, als Hobby kannst du es machen, aber davon leben, nein. Mach was Vernünftiges und dann kannst du immer noch gucken. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und jetzt sind sie mega stolz, oder? Total. Ja. Also präsent war davor, habe ich schon viele Sachen gemacht, aber ich glaube, das war so ein Highlight, weil Whoopi Goldberg mich persönlich ausgesucht hat und zwar weltweit die Einzige, die sie ausgesucht hat für diese Produktion. Und da war der Fokus da, sie war natürlich auch sehr präsent und war auch eine Ansprechpartnerin. Deswegen war das, ja, der Durchbruch oder wo man sagen kann, die kenne ich. Weil die ganzen Poster, die ganzen Sister Act Poster, die überall in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich hingen, in Italien auch, das war mein Gesicht.